Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Alan Wake. Es geht weiter. So, leider musste ich den Part vorher pausieren, weil das sonst wirklich zu lang geworden Ich wäre. hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, Al! Ah. Oh Gott, sieh dir das Haus an, Al! Schade. So ein schönes Gebäude. Was haben wir hier? Okay, nee. Wir müssen das Ding auch noch anleuchten. Wir sind voll am... Ihr wisst schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Yeah. Okay. Praktisch, dass wir wieder unseren Revolver und Taschenlampe haben. Da müssen wir Barry wirklich danken. Okay, Alan Wake. Du bist schon so viel hinhergerannt, langsam dürftest du etwas mehr Lungenvolumen haben. Ja. Jetzt sind wir in einem buchstäblichen Labyrinth. Okay, Barry, wir beeilen uns. Woher wusste ich das, huh? Okay, wir haben nicht viele Patronen. Don't trust Emil, okay. Wie auch immer das sein soll. Manuskript. Her damit. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens. Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Ja, ich glaube, die Anderson-Brüder, die sind... Es mag vielleicht sein, dass sie etwas verrückt sind, aber... Sie scheinen zu wissen, was sie machen. Das ist eine Sackgasse. Ja, das ist eine Sackgasse. Etwas vorsichtig, auch wenn wir uns beeilen müssen. Ein größerer. Okay, okay, okay. Mir fehlt unsere Hochleistungstaschenlampe. Okay, ein ganzes Magazin dafür. Das macht das Trommelmagazin von unserem Revolver schnell leer. Oh. Ist das hier eine Sackgasse? Ne, ist keine Sackgasse. Oh, doch, aber Manuskript. Hat sich gelohnt. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war, doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Also steckt Hartman auch dahinter. Oh Mann, das wird ja immer größer, diese Intrige hier. Okay. Cauldron Lake Lodge.
Sieht auf jeden Fall, also ist ästhetisch macht das Spiel wirklich was her. Nein, 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 komm schon, komm schon, Alan Wake, komm, 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 komm. Okay, ich muss ein bisschen anstrengen. Boah. Ja, wir haben noch das hier. Wir müssen alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Revolver-Munition, ja, aber das brauchen wir. Oh, eine Leuchtpistole! Oh oh. Das ist auch derjenige, der Mr. Hartman beschützt hat. Tja, da ist die Frage, was mit Mr. Hartman geworden ist. Eine kleine Machtdemonstration seinerseits. Oh ja, der Revolver. Ist unser Freund und Helfer, genau wie die Taschenlampe. Es ist zumindest schon mal gut, dass Alan Wake sich das Ganze nicht einbildet. Also hat Dr. Hartman wirklich versucht, ihn da in der Hinsicht zu manipulieren, dass für ihn irgendwas dabei rauskommt. Schrotflinte. Manuskript. Mott wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig. Also war er besser als Mott. Aber Mott hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mott wusste, dass er Wake erschüttert hatte, wenn er wirklich seine Frau hätte. Der Gedanke ließ ihn erzittern. Ja, na, da wurden wir die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Aber sowas von... Okay. Ich ahne nichts Schlimmes. Oh! Oh nein. Wir haben keine Leuchtfackel mehr. Ich würde sagen, wir laufen am besten hier entlang, damit wir nicht wieder erwischt werden. Ich glaube, in der Mitte da waren wir wirklich auf dem Präsentierteller. Oh, eine Leuchtfackel. Oh meine Güte, ich habe mich schon lange nicht mehr über eine Leuchtfackel so sehr gefreut. Manuskript vor uns. Aber eine Warnung, Emil. Okay. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte.
Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Die Welt explodierte. Emil made Tom do it. Wer ist Emil? Was? Ach, Emil Hartmann. Oh mein Gott. Ja, okay, Leute. Okay, Leute. Ja, Asche auf mein Haupt. Emil Hartmann, der Doktor. Hat Thomas Zane dazu gezwungen. Oder ihn dahingehend bewegt, manipuliert. Ihr wisst, was ich meine. Also manchmal, ne? Könnte man meinen, dass ich hier der Verrückte sei. Weil ich die Story ständig irgendwie verpasse. Ich wollte eigentlich lossprinten, aber hab nein. Hab dann erfolgreich ausgewichen. Okay, also treibt Emil Hartmann hier sein eigenes Spiel. Zum Glück ist Alan Wake da nicht. Also kein weiteres Opfer von Emil Hartmann geworden. Oh, nein, warte, das ist hier. Das ist hier der Weg. Leuchtfackel. Sehr gut. Manuskript noch besser. Hartmann sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett. Das hatten wir doch, glaube ich. Ach, okay. Okay, also wir haben da hinten ist jemand. Ich vermute, das ist Barry. Jetzt haben wir alles mögliche an Munition und Ressourcen bekommen. Also wird hier wahrscheinlich gleich ein Kampf abgehen. Und dann bereiten wir uns mal ein bisschen vor hier. Ein großer, ne, zwei großer. Ja, bin schon dabei. Zwei große. Zwei große. Waffe nachladen. Okay, jetzt brauchen wir keine Leuchtpistole, jetzt brauchen wir eine Schrotflinte. Na komm. Er hat ihn. Das ist mal ganz gut, Barry, danke. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin.
verrückt, aber das macht nichts, Barry. Oh, du sagst es, Al. Du bist komplett irre. Du bist bei weitem der verrückteste Typ, aber vielleicht muss das sein, wenn man es mit so verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Gottverdammt, er spricht mit mir! Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Schade um das schöne Auto. Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was. Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel. Ah, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Barry, warte auf mich, okay? Al, ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Oh ja, ich glaube, Barry ist gerade aufgewacht und hat... hat die Rambo-Hormone in sich. Oh Mann. Zur Farm gehen. Ein Glück haben wir die Andersons, die uns da geholfen haben. Oh Mann. Wir brauchen schleunigste Taschenlampe. Oh, nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Jawohl. Was man nicht alles für ein Skript macht, hä? Ein Manuskript. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erleichtert. Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben, in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Okay. Also auch wenn wir keine Pistole, also keinen Revolver und keine Taschenlampe bekommen, müssen trotzdem irgendwie... Die Dinger, ey. Oh, nein, komm schon, Alan. Komm, Alan. Auch wenn du nicht kannst, du musst. Ja.
müssen, Alan. Wir haben keine Wahl. Oh je, Mene, oh je, Mene, oh je, Mene. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Ja. Und ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer. Aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Wie jetzt? Er wollte den ohnmächtigen Wake abschießen. Was ist denn das für ein Ding, ey? Nightingale. Das ist ein Kunde, ey. Okay. Da ist Nightingale bei weitem nicht der einzige Kunde. Oh Mann. Beim ersten Mal hinzu bin ich drüber gesprungen, beim zweiten Mal dann nicht, ne? Agent Nightingale startet ihn. Okay, na gut. So. Jetzt aufpassen. Sehr gut. So, aber wir schauen natürlich nochmal hier nach. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Nein, gibt's nicht. Okay. Hoffnung war kurz da. Aber ist dann wieder weg. Mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Ja. Trust no one in the dark. Vertrau niemandem im Dunkeln. Irgendwas? Ach komm schon, Leute. Wenigstens ein Manuskript. Und dann. Die haben null Batterien. Was war das? Ach gut, okay. Komm schon, Alan. Komm schon! Ja! Jawohl. Wir haben 2 Batterien bekommen. 2 Batterien. Okay, da haben wir das nächste Licht. Der ist ja fast in die Hose gegangen. Kontrollpunkt erreicht, das ist sehr gut. So, warten, bis alle Wakes sich wieder einkriegt. Und dann können wir weiterlaufen. Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Der Barry ist einfach ein Mann der Tat. Das ist Barry. Hochleistungstaschenlampe, Leute. Jawohl. So. Wäre natürlich auch ganz günstig, wenn hier so rein zufällig irgendwo ein Revolver rumliegen würde. Aber dem ist nicht so. Schade. Aber eine gute Hochleistungstaschenlampe, ne?
unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ja, wir können nur hoffen, dass es der unser verrückter Barry ist. Komm. Wir hätten wir auch durchkriechen können, ne? Jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Okay, nehmen wir mal das Manuskript. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Also frei im Sinne von, es kann dann unabhängig der Geschichte dann seine Spirenzchen treiben. Überall Bären fallen. Ja, na zum Glück sind die hier gut sichtbar. Gibt's da irgendwas? Ne. Schade, schade. Ich kann schon kaum erwarten, unseren Revolver wieder in der Hand zu halten. Also, Alan. In Alans Hand zu sehen. Noch ein Manuskript. Das Gewitter tobte, während die Anderson-Brüder schwankend mit den anderen Patienten die Klinik verließen. Sie wussten, dass sie diesmal nicht zurückkehren würden. Die Dunkelheit um sie brodelte mit Schrecken, doch Thor und Odin hatten keine Angst. Arglist funkelte in ihren Augen. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Schatten schon mal bekämpft. Mit anderen Worten haben wir hier erfahrene Veteranen. Nicht schlecht. Ja, ne Leute, leider ist die Zeit wieder an der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, kann doch gerne mal ein Like da lassen und abonnieren, falls ihr noch nicht habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Wahnsinn. Ciao.